gemacht. Hallo zusammen. So, sind ja heute schon ganz, ganz viele da. Auch schon fleißig hier im Chat unterhalten. Finde ich super. Wie geht's euch denn? Habt ihr alle gut geschlafen? Seid ihr gut in den Tag gestartet? Sonntag ist langweilig. Ja, es ist jetzt nicht der spannendste Tag. Das ist richtig. Hey, Mut, hallo! Auch wieder da hier. Du hast, weiß ich, die letzten ein oder zwei Streams gefehlt. Hier ist aufgefallen. Chris, hallo! Mahlzeit. Kann man schon Mahlzeit sagen? Ja, man kann, das ist jetzt so 11 Uhr. Man kann auch morgen sagen, man kann Mahlzeit sagen, man kann irgendwie alles sagen. Geht sich eigentlich gut? So, fangen wir mal damit an. Ich hoffe ja. Und meine Nase läuft irgendwie schon wieder. Ich weiß nicht, so der Heuschnupfen ist ein bisschen nervig. So, es ist so, ist ja nicht so schlimm, aber man merkt es schon. Es ist so, geht immer zu jeder Tages- und Nachtzeit, ja. Ja, und dir? Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Was habt ihr so gemacht am Wochenende? Hattet ihr ein schönes Wochenende bis jetzt? Oder, ja, kann man so sagen. Gefährliches Messer auf dem Brett. Ja, das brauchen wir ja heute, ne? Irgendwo auf der Welt ist immer Mahlzeit. So kann man es auch sehen, ja. Das stimmt, das stimmt. Ich habe heute mal wieder meinen Becher ausgepackt. Ich glaube, den hatte ich irgendwie auch schon lange nicht mehr so. Ich hatte die jetzt mal alle, oder was, ich habe ja zwei von den Bechern irgendwie alle mal sauber gemacht und dann irgendwie, weiß nicht, zeitlang nicht mehr benutzt. Sind sie wieder im Einsatz. So, wir machen hier heute gefüllte Zucchini. Ich bin schon gespannt. Theoretisch nicht schwierig. Ich bin gespannt. Also wir müssen halt, also ich habe Zucchini schon vorbereitet. Ich habe jetzt drei Stück. Wartet, ich lege die mal kurz hier hin, dass man die so sieht. Hier eine ist so, nee, die hier ist relativ klein. Die sind, ja, normal groß, würde ich sagen. Wir müssen jetzt dann gleich mal waschen. Und dann werden die halbiert und dann höhlen wir die aus. Bin gespannt, wie das funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht, aber wir probieren das jetzt einfach. Als erstes, das sieht irgendwie doof aus, wenn ich meine Haare so wieder mache. So, als erstes heizen wir mal den Ofen vor. 200 Grad Unterhitze. Hast du dein Fenster wohl weiß angemalt? Sieht so aus. Von hier, nee, hab ich nicht. Kapitulum. Hallo! Wie geht's dir? So, wieso sollte ich mein Fenster weiß anmalen? So, was? Das ist einfach mit dem Licht, mit der Softbox, ja doch, mit der Softbox und dann halt der Kameraeinstellung sieht das so aus. Ich male mein Fenster nicht weiß an, nee. Überbelichtet. Nö, das ist schon okay so. Es ist halt so, wenn da das Licht ist, die Kamera und da das Fenster, es geht halt nicht anders. Also, Ofen habe ich gerade, ja, ich kann den Rollo zumachen, ja. Was zuerst Hände waschen? Jack Klein, danke für dein Follow. Zum Schluss ist es Nebel, ja klar. Da habe ich wieder vergessen, was ich sage heute. Also, Ofen ist vorgeheizt, 200 Grad Ober-Unterhitze. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Und jetzt waschen wir mal die Zucchini und dann schneiden wir die auf. Die hat hier so zwei so Druckstellen. Die sind allgemein jetzt nicht die schönsten Zucchini, aber schon okay, denke ich. Hauptsache, sie sehen, was sie sehen wollen, dass die Futter nicht so bereit und eben. Der müsste aber ganz schön viel Shisha rauchen. So, kurz, ich trockne die immer noch mal kurz ein bisschen ab, weil die sonst extrem nass einfach sind. Ich mag das nicht, wenn ich die dann irgendwie schneiden muss. So, also. Wie war denn euer Samstag? Was habt ihr gestern so gemacht? Erzählt mal. Wir brauchen noch Schüsseln.
unsere Abfallschüssel wieder. So, ich schneide jetzt einfach die Enden erstmal ab und dann halbiere ich die und dann wird's rausgehöhlt. Nichts Besonderes gemacht. Nichts Sinnvolles. Ich war ja gestern bei meiner Schwester, weil ihr Freund Geburtstag hatte. Ich glaube, dass wegen dem schönen Wetter das so aussieht bei ihr, ist das Mama, Papa und Kind Zucchini? Ja, so ungefähr, so ungefähr. Das war echt ganz cool, ganz lustig. So, es gab so viel zum Essen einfach. Nur vor allem, ich hab Mittag noch zu Hause, habe ich noch Flammkuchen gegessen. Hätte ich mal weglassen sollen. Ich habe Käsekuchen noch mitgenommen, den ich noch übrig hatte. Dann hat meine Mutter hatte so einen Kastenkuchen, also einen trockenen Nusskuchen gebacken. Und meine Schwester hat so eine Schokotorte gebacken, wo außenrum KitKats waren und obendrauf Smarties. Und halt in der so ein Schokoboden sozusagen mit, ich glaube, 2 Schichten so Schokosahne. Also die war richtig, richtig mächtig halt. Erstmal 3 Runden irgendwie Kuchen essen, dann war man schon so voll gefressen und dann haben wir am Abend aber noch beim Griechen bestellt. Dann gab es dann noch, habe ich Gyros mit Tomatenreis und einer Pita und dann, die haben immer so Krautsalat bei uns dabei. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Also richtig, richtig lecker. Richtig gut, aber so viel zu essen. Oh, KitKat ist auch was Geiles. Hört sich nach sehr viel Leckerei an. Ja, also es war alles sehr, sehr, sehr lecker. Aber halt richtig, richtig viel. So. Ich habe schon gesagt, ich will heute gar nichts mehr essen. So. Ich muss heute fasten eigentlich. Aber ja. Das ist jetzt tatsächlich das Gute. Das was wir... Oh, die ist jetzt nicht so ganz... Naja. Hier. Voll gut, oder? Hier. Das eine so, das andere so. Aber naja. Ich sag mal, eigentlich ist es ein relativ leichtes Essen, in Anführungszeichen. Jetzt nicht mega krass. Das ist jetzt trotzdem mehr als nur so ein Salat. Aber ich denke, dass es nicht zu schwer sein sollte, dieses Essen, was wir jetzt machen. Was hast du ihm geschenkt, sehe ich gerade noch. Wir haben, also meine Schwester und ich haben zusammen ihm so eine VR-Brille geschenkt. Die ist ganz lustig gewesen. So eine, gibt es ja auch unterschiedliche. Wo man vorne das Handy sozusagen reinlegen kann. Und dann kann man halt, je nachdem, kann man irgendwelche, gibt es bestimmte Apps, YouTube-Videos, was auch immer, was du dann halt so in VR angucken kannst. War auf jeden Fall ganz lustig so. Ich habe das auch ausprobiert. Bin gestern Achterbahn gefahren. Das war sehr lustig. Und dann bin ich noch eine Runde in London spazieren gegangen. War cool. Man sollte nie über Fasten reden, wenn man noch satt ist. Warum? Kennst du das mit der Planke über dem Abgrund? Nee, kenne ich nicht. Aber das glaube ich... Oh Gott, stell ich mir übel vor. Da darf man glaube ich... Also gerade, das hört sich so doof an, aber... Es ist ja trotzdem relativ realistisch. Klar, ist ja auch Sinn der Sache, ne? Aber gerade wenn du dann Höhenangst oder sowas hast. Ich meine, ja klar, irgendwo weißt du, dass es nicht real ist. Aber könnte ich mir uncool vorstellen. Wie hat es sich angefühlt? Auch echt so ein bisschen. Ja, also die Achterbahn fand ich tatsächlich krass so. Ich wusste zwar, dass ich auf dem Sofa sitze. Aber das war echt so, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt musst du irgendwie still sitzen bleiben. Sonst fällst du irgendwie gleich rückwärts. So. Ich weiß nicht, man hatte so das Gefühl, dass man gleich so nach hinten wegkippt oder sowas. Also es war halt so richtig so mit allen möglichen Drehungen, Loopings und whatever. War sau lustig. Aber ist schon ein bisschen, ja, schon real irgendwie. Also jetzt nicht. Klar, es ist nochmal was anderes, aber war auf jeden Fall nicht schlecht. So. Ich brauche noch eine Schüssel. Wir höhlen ja jetzt das Fruchtfleisch aus und das schmeißen wir aber nicht weg. Das brauchen wir dann, glaube ich, später nochmal. Nehmen wir? Ich weiß nicht, ich versuche es mit einem großen Löffel, oder? Also theoretisch, so stelle ich mir das jetzt vor. Gehen wir hier einfach so mit einem Löffel durch. Wir gucken mal, ob das so funktioniert. Ich lege die mal kurz hier unten hin.
bisschen weg. Ich weiß nicht, hat von euch jemand eine VR-Brille oder so schon mal ausprobiert? Also ich fand's echt nicht schlecht. Okay, es geht schwieriger, als ich mir es vorgestellt hatte. Aber es funktioniert. Irgendwie. Uiuiui. Warte, ich probiere es mal trotzdem auch noch mit einem kleinen Löffel. Das steht man auf so einem Brett über dem Abgrund, dann gibt es da Spaßvögel, die denjenigen, der die Brille auf hat, schubsen und der fällt dann wie ein Stein. Echt jetzt so krass. Nee, nie ausprobiert. Nee, noch nie. Ich habe letztens gehört, dass bald so ein iPad kommt, dass wenn du mit dem telefonierst, ein Hologramm vorkommt. In 3D, da bin ich gespannt. Echt fast wie Star Wars. Okay, habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber fände ich irgendwie ja sau cool, ne? Also. Ah ja, mit dem kleinen Löffel geht es, glaube ich, besser. Das kommt, ist zwar nicht, bringt man nicht so viel raus, aber ja, es geht viel besser. Es ist auf jeden Fall cool, sowas. Ich weiß nicht, ob sowas, ob das hier schon reicht, ob man hier noch ein bisschen. Seht ihr das? Wartet mal, ich halte es mal ein bisschen näher hin. Das ist zu nah. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da muss ich hin. So sieht man es, glaube ich, ganz gut, oder? So sieht die jetzt aus. So, Mama Tele und steht da 3D. Ich finde das super. Wäre toll. Ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn das so funktioniert. Was jetzt bestimmt auch gut gehen würde, wäre ein Eislöffel, das stimmt, aber ich habe kein Eis. Aber, wobei, ich glaube, der Eislöffel ist fast schon wieder ein bisschen zu groß. Aber theoretisch wahrscheinlich schon, ja. Burner, moin! Na, wie geht's? Eislöffel zu groß, ja. Jetzt gerade, wenn man jetzt hier die Mini-Zucchini anguckt, ich glaube, da wäre der Eislöffel wirklich zu groß. Bestens und selbst, womit wird gefüllt? Wir füllen mit Hackfleisch, ein bisschen Tomatenmark, ein bisschen Käse und das Zucchini-Fruchtfleisch, nenne ich es jetzt einfach mal, kommt, glaube ich, auch wieder mit rein, so ein bisschen. Ja, ich bin gespannt, aber ich kann es mir gut vorstellen auf jeden Fall. Ich denke, dass es gut wird. Bin vor allem auch gespannt, ob recht viel Füllung übrig bleibt, weil im Rezept stehen theoretisch 4 Zucchinis. Aber ich habe mir gedacht, ich halbiere die ja auch noch. Ich kann keine 8 Stück machen. Deswegen habe ich jetzt 3 gekauft und hier die eine ist ja etwas kleiner. Da haben wir gedacht, wir füllen die einfach ein bisschen stärker. So. Und ich sag mal, weiß nicht, wenn so ein bisschen Füllung übrig bleibt, finde ich jetzt nicht so schlimm. Die ist ja, ich finde, das hört sich gut an. Das ist wie gesagt Hackfleisch, Zwiebeln, Knoblauch, Colonelo Mega. Danke für den Follow. Und mit Käse so ein bisschen. Also ich denke, die Füllung kann man wirklich auch so ein bisschen noch essen, wenn da was übrig bleibt. Aber wir schauen mal. Vielleicht kann man es ja auch ganz gut aufteilen. Das sehen wir dann. Hier, das Ende ist immer ein bisschen... Ah nein, jetzt ist sie kaputt gegangen. Das wollte ich nicht. Seht ihr das? Jetzt hat sie... Hier, jetzt hat sie einen Riss bekommen. Da. Upsi. Ich wollte dann nur das Fruchtfleisch ein bisschen weg haben noch. Okay, ich lasse es jetzt, glaube ich, sonst reiße ich es noch ganz ab. Run for all, morgen, na? Alles gut. So, jetzt habe ich noch 3 habe ich noch. Aber es geht relativ zügig. Also mit dem kleinen Löffel funktioniert das echt ganz gut hier. Mit dem großen fand ich es persönlich jetzt nicht so, aber hier mit dem kleinen geht's gut. Mit Gefühl, Nika. Ah ja, alles kaputt machen. Ja. Ich war so drin. Hack
Hackfleisch wird ja schnell trocken, doch die Zucchini bleibt saftig, von daher sehr guter Plan. Ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wie es dann, also alles zusammen dann schmeckt. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen. Klingt nach einem tollen Rezept. Ich hoffe. Aber doch, ich bin da zuversichtlich. Capitulum, danke für dein Follow. Also wie gesagt, Rezept kommt ja wie immer auf dem Discord-Server dann. Wenn ihr es nachkochen wollt, es folgt. So, die hier noch. Danke für den Link, Lukas. Was gibt's bei euch mit eigentlich so zum Essen? So ein Zucchini-Schiffchen macht auf den Teller auch was her. Das stimmt, ja, das stimmt. Ich hoffe, ich schaffe dann auch wieder später ein schönes Foto. Manchmal ist es echt schwierig, so manche Sachen zu fotografieren. So, ich weiß nicht. Irgendwas hatte ich letztens, was auch wieder was total lecker war. Aber was einfach schwierig zu fotografieren ist, so, weil es halt jetzt nicht unbedingt so vom Aussehen her, dass das schönste Essen ist oder sowas, aber es schmeckt halt einfach wahnsinnig gut. Flammkuchen, geil, den habe ich am Freitag auch gemacht und gestern auch nochmal gegessen. Ich esse gerade Chips. Mit welchen, also einfach nur Salzchips oder mit welchem Gewürz? NerdTV, danke für dein Follow. Gleich Frühstück. Was gibt's denn zum Frühstück? Viel New, manche Essen sehen halt nicht so geil aus. Ja, ist einfach so. Und dann denkst du so, okay. Lehm1920, danke für den Follow. Sour Cream Onion, oh geil. Das ist geil. Bratwürste mit Kraut und Kartoffel-Blumenkohl-Püree. Lecker. Du hast bis jetzt immer die richtigen Bilder ausgesucht, also alles gut. Danke. Danke. Beefsteak, Fleischklöße oder wie man das sonst noch nennen kann. Oh, da wird aufgekocht. Sehr cool. Mal wieder Rollbraten. Nee, wo? Panda. Oh je. Ist das auf den Boden gefallen? Warte, ich das kurz auf. So. Das muss wieder weg. Du warst ja lang da. Ja, alles gut, Panda. Also heute vor 24 Jahren kam ein Panda. Hast du heute Geburtstag? Dann wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag. Ja, dann hoffe ich, du hast einen schönen Tag und genieß es.
alles gut zum Geburtstag. Lass dich schön feiern, Happy Birthday. So, okay. Ich würde sagen, wir haben die soweit ausgehöhlt. Ich lege sie mal nochmal kurz hier hin, dass man das sehen kann. Wasch mir mal schnell die Hände. Happy Birthday, danke. Also hier, ich zeig's euch mal ganz kurz, hier so sieht das Fruchtfleisch da jetzt aus, was wir ausgehöhlt haben. Ich glaube, wir brauchen das dann später wieder. Ich schaue jetzt mal ins Rezept rein. Hey, wir müssen jetzt eine Zwiebel schneiden und erst schälen, dann schneiden. Und dann wird die Zwiebel mit Knoblauch in der Pfanne glasig angedünstet und dann kommt das Hackfleisch dazu. Okay. Ein dreifaches Grüß Gott in die Runde. Johnny, hallo. Na, wie geht's? Arbeitet der als Physio? Hab ein, zwei Fragen über Muskeln. Ich nicht. So, dann. Ich habe immer noch diese kleinen roten Zwiebeln, die wir auch für den Flammkuchen genommen haben. Boah. Ich denke, wir können auch zwei Stück nehmen, oder? Das ist ja, die sind ja wirklich klein. Abstimmung, ob es eine böse Zwiebel ist. Die sind ganz lieb zu mir. Also zumindest die letzten waren sehr lieb. Ich mache ein duales Studium als Orthopädie-Techniker. Was gibt's denn? So, nehmen wir da auch das große Messer? Wir nehmen jetzt einfach kurz das große Messer. Ihr seht es dann gleich, ob sie böse ist, die liebe Zwiebel. Huch. So, du bist immer noch damit. Ich wusste nicht, was du gerade machst. Das ist immer so, du sagst immer irgendwann irgendwas und ich denke mir so, okay, von was redest du jetzt gerade? Oder was machst du gerade? Ja. Godlike, ne? Karma. Achso, ja. Du hast jetzt so viel League of Legends gespielt. Hast du doch schon ewig nicht mehr gespielt, oder? Ja, nun. Wir haben übrigens so als Info, wir gucken später wahrscheinlich mal, was wir noch, also ich will auf jeden Fall mal, ich glaube, Lukas hatte das auch mal gefragt, ob ich Valorant hier im Stream spielen kann, wo ich ja gesagt habe, so, ich befürchte nicht, aber ich weiß es nicht, so, wir wollen es heute mal später dann ausprobieren, testen wir mal ein bisschen. Und dann auch dieses Retro-Game. Ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir nächste Woche, vielleicht am Mittwoch oder sowas, anstatt ein Koch-Stream. Vielleicht machen wir da mal einen Gaming-Stream oder auch den Lego-Stream. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll oder wann ich es machen soll. Aber auf jeden Fall lassen wir mal zwischendurch mal wieder was anderes machen. Huch. Und dann haben wir gesagt, dann gucken wir mal so bei ein, zwei Spielen, was eventuell funktioniert. Oder was nicht? Oh, ich habe da Probleme mit den Leisten, Oberschenkelmuskeln. Ich arbeite hart und hebe schwere Sachen, laufe pro Tag 15 bis 20 Kilometer. Das Problem ist, ich kann nach der Arbeit kaum gehen. Fühlt sich so an wie ein Pingu. Robert Reimer, danke für deinen Follow. Fühlt sich an wie ein Pingu, habe auch Schmerzen. Ist das eine Übersäuerung der Muskeln oder eine Fehlhaltung des Körpers? Oder der immer wieder angekündigte Schachstream. Stimmt, den müssten wir auch irgendwann mal machen. Kennst du dich mit Aktien aus? Nö. Das könnten wir natürlich auch noch irgendwann machen. Ja, das funktioniert ja auf jeden Fall. Das sollte ja gar kein Problem sein, der Schachstream. Könnten wir natürlich auch machen.
Wir könnten. Hast du gerade, bist du gerade. Kannst du eine Abstimmung machen? Oder geht das nicht? Ja? Wollen wir mal eine Abstimmung machen? So was von den Sachen, die denke ich auf jeden Fall gehen. Das sollte ja einmal das Retro-Game sein. Dann könnten wir Lego oder Schach. Was wir nächste Woche machen sollen, weil dann könnt ihr entscheiden. Dann muss ich mich nicht für irgendwas entscheiden. Das ist doch eigentlich eine Win-Win-Situation. So, ich muss mir keinen Kopf machen. und ihr seid glücklich. Flo, hallo! Das Retro-Game, Schach oder Lego? Ich habe jetzt Valorant nicht dazu genommen, weil wie gesagt, da sind wir, da wissen wir selber noch nicht, ob wir es im Stream spielen können. Ich befürchte eher nein, aber wenn das funktionieren sollte, dann würde ich das auch mal streamen. Wie gesagt, ich kann es zwar nicht, also ich bin nicht gut, aber das macht mir tatsächlich Spaß, das Spiel. Dass ich sowas mal sage über einen Shooter, hätte ich auch nicht gedacht. Darf ich fragen, ob du sparen tust oder ausgeben? Ja, ich würde mal sagen, so ein gesundes Mittelmaß ist nicht verkehrt. Kev, hallo, schön, dass du da bist. Achso, was will das? Wenn ein Muskel übersäuert ist, wird er sehr druckempfindlich. Hast du schon irgendwas bemerkt, dass der Muskel sehr empfindlich wird, wenn du ihn abfasst? Hab gerade die Siedler 4 wieder entdeckt, macht mega Spaß. Okay. Ja, so ist es ja auch das Wichtigste, würde ich sagen. So ist ja eigentlich egal, so, ob ein Spiel alt ist oder neu. So, Hauptsache es macht Spaß, ne? Mal wieder von der Arbeit, sehr gut. Bin auch gerade fertig. Na, Zwiebel mag mich heute überhaupt nicht, ey. So. Schöne Grüße auch auf die Feuerwache im Rettungsdienstabteil. Schönen Tag euch noch. Muss schon wieder weiter. Oh, schade. Aber Dankeschön wünsche ich dir auch, Flo. Noch einen schönen Sonntag. Da. Okay. Ich muss nur kurz... Nee, eigentlich rentiert sich es gerade nicht, die Hände zu waschen. Ich wollte gerade Hände waschen. So, nee. So, dann Zwiebeln schneiden. Wir machen Würfelchen, würde ich sagen. So. Das ist immer das Nervige. So, wenn das an, oder wenn die Zwiebel an, am Messer kleben bleibt, weil dann kann man die, finde ich, immer nicht so schön schneiden. Schach kann sich nicht durchsetzen. Ja, der macht schon weh an den Oberschenkeln, aber auch meinen Leisten. Ich sage, ich kann kaum mehr gehen auf der Arbeit. Das belastet mich schon. Vielleicht übertreibe ich auch mit der Arbeit. Ich finde das Wohnen in Deutschland teuer. Lego, okay, okay, okay. Dann gibt es nächste Woche einen Lego-Stream. Ich denke Mittwoch. Ja, wahrscheinlich. Also noch nicht hundertprozentig sicher. Oder? Freitag habe ich auch Zeit, theoretisch. Wir gucken mal, welcher Tag besser ist, aber dann denke ich, wird es also an irgendeinem Tag gibt's dann einen Lego-Stream. Deswegen nehme ich immer kleinere Messer für zum Hacken, dass nicht alles kleben bleibt. Ja, dann darf ich mir 10.000 Mal anhören. Ey, nimm doch ein großes Messer hier. Das ist im Stream immer so. So. Ja, aber hast du es jetzt, kannst du es jetzt trotzdem? Oder? Ach so, okay.
Silence, I wanna sleep. Danke für den Follow. Ja, okay, bin. Aber Belastung ist ja auch normal. XX, der Wiener XX, danke für den Follow. Hast du schon ein Set im Blick? Ja, ich habe schon was zu Hause tatsächlich. Ich hab schon alles zu Hause. schade, eben erst eingeschaltet. Hätte für Schach abgestimmt. Schade. Also wie gesagt, wir machen alles der Sachen auf jeden Fall irgendwann noch. Es geht jetzt mal um die nächste Woche. Aber dann gibt es nächste Woche den Lego-Stream. Ich versuche es Montag mal, dann kann ich dir sagen, ob ich es lockerer nehmen soll. Vielleicht ist einfach zu viel, bin ja auch Nummer 20. Nach 17 Uhr heim, 2 Stunden schlafen und dann weiterarbeiten in der Konditorei. Ja, dann steht später ein Mittagsschläfchen oder ein Nachmittagsschläfchen an, oder? Kein Lego ist so ein alternativer Klemmbausteinhersteller. Nee, ist aber, ist Lego. Was für eins? Ein Harry Potter. Ich sag nicht genau, was für eins. Lass dich überraschen, aber ich habe was von Harry Potter gekauft. Genau, ich bin IT-Systemkauffrau. Ja, aber so ist das halt. Schade. Tja. So, also, jetzt sind wir dann, ich bin gerade am überlegen, hier am Brett eigentlich fertig. Dann kann ich die kleine Kamera, packe ich dann auch nur her, dann könnt ihr da wieder mitgucken. So, jetzt aber mal kurz Hände waschen. Siehst du mal auf Cooking LOL. Achso, die Frage ging an Harley noch. Alles gut. Da war noch ein Follow, glaube ich, von Nick. Danke für den Follow. Apropos Lego, ich suche großes Duplo Lego. Ich will eine Mega-Packung, weil das den Kindern meiner Sis schenken. Nur finde ich immer kleine Packungen. Ich will etwa 1000 Teile. Okay. Oder ich weiß nicht, vielleicht guckst du mal. Ich könnte mir vorstellen, dass du sowas auch irgendwie auf eBay oder sowas eventuell finden könntest. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du da schon geguckt hast, aber ja, mal gucken. So, also wir nehmen jetzt Olivenöl, das steht da. Warte, ich packe euch jetzt mal kurz auf den Herd, damit ihr da mitgucken könnt. So, warte mal. Ja, so seht ihr. Ja, so sieht man es ganz gut. Am besten bei eBay schauen. Lego Duplo bekommst du auf eBay Kleinanzeigen und so weiter hinterhergeschmissen. Früher gab es da so riesige Eimer, gibt es die nicht mehr. Gerade so von Leuten, die keine Ahnung haben, die alten Bestände ihre Kinder loswerden. Ja, die denken sich wahrscheinlich so, bevor es irgendwie rumsteht, geben sie es günstig her, ne? Ich weiß noch, wir hatten nicht viel Lego Duplo, aber wir hatten so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, halt so was mit so Schienen und dann war da so ein, ja, so ein Lego-Zug sozusagen, der lief mit Batterien und dann konnte man so Türme und Schranken und sowas bauen, das weiß ich noch. Das war zwar, glaube ich, auch unser einziges Lego Duplo, was wir hatten, aber das war eigentlich immer ganz cool. Strax? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das hatten wir. Das fand ich immer cool so. Das hat Spaß gemacht. Ich hatte selbst nie Lego. Was? Doch. Also ich war tatsächlich immer, ich war schon immer großer Lego-Fan. Ich hatte ein Harry Potter-Schloss damals. Dann hatten wir, da auch sogar relativ viel. Wir hatten irgendwie Hagrids Hütte und so weiter und so fort. Dann hatte ich zwei Ritterburgen aus Lego. Dann hatte ich so ein Boot.
sowas auch mit so einem Motor tatsächlich dann auch fahren konnte aus Lego? Weiß gar nicht. Ich hatte bestimmt noch mehr. Aber das hatte ich auf jeden Fall alles. Und wir hatten auch so dieses normale. Da, es war einfach so eine blaue Box mit keine Ahnung wie viel Teilen. Und diesen Platten, wo man dann drauf bauen konnte, da hatten wir auch was. Also wir hatten schon immer viel Lego. Aber ich fand es auch immer cool, muss ich sagen. So. Wir hatten dafür tatsächlich nie Playmobil-Sachen. Aber fand ich nicht schlimm tatsächlich. Also ich bin immer so, wir hatten Barbies und wir hatten Lego. Das war so das Hauptzeug, würde ich mal sagen, womit man halt echt viel gespielt hat. Ja, so. Ich wollte Olivenöl in die Pfanne packen, damit wir jetzt die Zwiebeln gleich glasig dünsten. Monochromatik. Hallo! Ich bin ohne Lego groß geworden, hatte Holzklötze, aber wenn man Lego als Kind nicht kennt, vermisst man sich. Das ist es. Das ist es, ja. Wenn man es nie hatte, ist es nicht schlimm. Ich habe gesucht, aber in Deutschland kriegt man die, aber in der Schweiz nicht. Und leider habe ich keine deutsche Adresse. Muss meine Kollegin fragen, ob sie nach Ulm zu ihrer Adresse senden können. Aber wegen Lockdown im Moment lassen die Deutschen uns nicht rein, wenn nach 14 Tagen... Ja, okay. Predator, hallo! Louis, danke für deinen Follow. Hört sich auch gut an, Holzklötze. Konnte man auch viel mitspielen wahrscheinlich. So. Lass mich mal kurz gucken. Wir brauchen dann noch 2 Knoblauchzehen. Okay, 2 Knoblauchzehen. Dann packen wir jetzt die Zwiebeln. Ich habe vergessen, den Herd anzumachen. Noch kurz das Öl heiß werden lassen. Dann packen wir die Zwiebeln rein und dann kommt noch 2 Knoblauchzehen dazu. Ich habe hier noch einen angefangenen. Hier, der ist schon... Ah, jetzt zieht jetzt nicht mehr, ne? Naja. Also hier, Knoblauch. 2 Zehen noch. Schnell. Okay. Novi geht immer. Ja. Ja, also wie gesagt, wenn ich keinen frischen da habe, dann benutze ich halt immer dieses Knoblauchgranulat, was ich auch hervorragend finde. Was kochen wir? Wir kochen gefüllte Zucchini. So, wir haben hier schon die Zucchini ausgehöhlt. Ich mache jetzt dann gleich die Füllung in der Pfanne. Deswegen steht die kleine Kamera gerade auf dem Herd. Da kommen jetzt dann gleich schon mal die Zwiebeln rein. Danach noch Knoblauch und Hackfleisch. Genau. Ich bin jetzt gerade noch kurz dabei, die Knoblauchzehen zu schälen. Da mag es gerade nicht ab. Na? Okay. Gut. Ich hoffe, man nennt das so. Bin jetzt voll unsicher. Holzbaustein. Vielleicht besser. Ich denke, also ich habe verstanden, was du gemeint hast. Alles gut. Danke. Bitte. So, ich denke, das Öl ist schon heiß. Ja, dann kommen jetzt die Zwiebeln schon mal dazu. Holzdinger auch gesehen, aber sind teuer, wenn man die, wenn Kinder mal das rumschmeißen und was kaputt geht, muss ich sie ja bezahlen. Ach Gott. Es riecht einfach schon richtig gut, so das Olivenöl und jetzt so die Zwiebeln. Es sind so richtig wilde Kleinkinder. Eine Knoblauchpresse. Ich würde sagen, wir pressen den Knoblauch gleich direkt mit rein. Na, das mag nicht.
Wieso geht das denn jetzt nicht? Okay, probier das jetzt. Hi, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Und dir? Good luck, Chef. Thanks. So, das war die eine Ziel. Jetzt kommt gleich die zweite noch dazu. Okay, kann ich mir die mal vorstellen, geil. Hm? Die haben meine ganze Küche für 2 Monate auseinandergenommen mit Töpfe spielen, rumhämmern, Musik machen. Musste alles wieder abwaschen, oh je. Naja, muss irgendwie, aber streamen und Gitarre spielen leckt mich hoffentlich ab. Okay, na dann hoffe ich, wir lecken dich gut ab. Töpfe aus der Küche ausräumen war meine Spezialität als Kleinkind. Oh, das weiß ich gar nicht, ob wir das so gemacht haben, aber bestimmt auch mal so. So, ich guck mal kurz. Ich denke, wir können jetzt gleich das Hackfleisch dazu reinpacken. Hackfleisch dazugeben und anbraten. Ganz genau. Okay. Dann machen wir das mal. Ich habe hier, was ist es? Es ist tatsächlich gemischtes Hackfleisch. Ich glaube, ich habe kein reines Kinderhackfleisch bekommen, tatsächlich. Ich war ein bisschen spät einkaufen, da gab es nicht mehr alles. Da gibt es lustige Bilder von. Das ist aber doch dann cool. So. Wir braten jetzt das Hackfleisch an. Aber da ich ja der liebe Onkel bin, habe ich gespielen lassen. Will doch der nächste Onkel sein. Meine Eltern haben mich interessanterweise immer beim Essen fotografiert. Da gibt es bei mir auch ganz, ganz, ganz viele Fotos tatsächlich. So richtig beim Tomatensuppenessen oder sowas. So überall im Gesicht Tomatensuppe. Meine Eltern hatten nichts Besseres zu tun, als mich erstmal zu fotografieren. Also, jo. Mich auch mit Spaghetti, haha. Mein kleiner Schatz hat einen Schrank in der Küche, die sie regelmäßig ausräumt, hat mittlerweile, sie wird bald 5, hat aber verstanden, dass sie Sachen nur braucht, wenn sie essen möchte. Wahrscheinlich habe ich auch meistens gegessen. Ja gut. Ist ja gut, ne? Nicht nur Töpfe raus, auch drauf rumschlagen, um herauszufinden, wo bei Eltern die Schmerzgrenze liegt. Im Prinzip ein wissenschaftlicher Versuch. Willst du die Pfanne abdecken? Nein. So, ein bisschen noch, so nicht ganz durch. Egal, Kinder spielen lassen. Ja, ich habe seit über einem Jahr nicht mehr gekocht. Nee, dann wird es mal wieder Zeit, oder?
So, ich gucke kurz. Warte, ich brauche dann einen Timer für, ja, 20 Minuten. Ja, lass mich gucken, was wir dann als nächstes machen. Genau, also als nächstes, wenn das Hackfleisch quasi schon mal durch ist, dann kommt noch das Fruchtfleisch von den Zucchinis dazu und dann geben wir noch Tomatenmark dazu. Okay. Bin jetzt raus, ich muss RTW noch waschen. Alles gut, dennoch schönen Sonntag. Ich durfte das dann immer wieder einräumen, deshalb habe ich sie dazu gebracht, dass sie immer am Wochenende, wo ich da aber nichts aufräume, dann hatte ich keine Lust, es wieder einzuräumen. Also solange es funktioniert. Hier, wir kochen, aber nur wenn jemand zur Unterhaltung da ist. Ja, hier dann. Schmeiß doch nebenbei, während du Stream kochst. Ja, genau, während du Stream kochst. Während du den Stream schaust, kannst du ja kochen hier. Dann hast du Unterhaltung dabei. Dankeschön, Gleitfest. Oh, das konnte überzogen und verstehen die armen Eltern, die arme Frau machen lassen. Oder kannst du nicht kochen, wolltest du immer, aber schmeckt halt nicht. Stimmt. Ja, ist doch voll die Idee hier. So, ich schenke mir kurz mal nochmal Cola ein. Ich bin heute wieder am Cola trinken. Ich habe voll diese Monsterflaschen. Das war irgendwie, die hatten keinen Sixpack, sondern so ein Fourpack. Und dafür aber diese 1,5 Liter Flaschen, die irgendwie voll überdimensional ausschauen. Ich weiß nicht. So richtig bauchig irgendwie. Jetzt hier das Zucchini-Fruchtfleisch dazu. So, einfach mal kurz so ein bisschen rein und auch bei Cook bin ich auf 0,33 Glas umgestiegen. Echt, ich koche und backe sehr gerne. Das Problem, ich esse das dann nicht gern. Somit kochen und backe ich auch nicht. Oh, wieso isst du das denn dann nicht gern? Schmeckt doch mal, schmeckt es dir nicht oder woran liegt es? Ich habe auch einen Arbeitskollegen, als seine Frau in den Urlaub ging für 3 Wochen, kam er zu mir und fragte mich, hier kocht man so verzweifelt, die Küche sieht aus, er bringt nichts hin, ich musste so lachen, ach Gott. Ich kann echt gut kochen, aber wenn man einzeln ist, verliert man manche Dinge. Nee, aber vielleicht gefällt es dir dann wieder richtig gut, wenn du es einfach mal wieder machst. Der Rewe bei uns hatte diese 1 Liter Glasflaschen bei Coke Zero. Ich hatte das gleiche Problem. Wie ihr wisst ja, ich gehe meistens so zum Lidl einkaufen, so mein Standardding. Und wenn ich dann, wo war ich da einkaufen? Ich glaube, das war tatsächlich auch der Rewe und die hatten das nicht. Und ich mag immer, also ja, Glasflaschen sind gut und so weiter, aber ich habe das immer keine Lust, so das zu schleppen. Deswegen kaufe ich meistens halt die Plastikflaschen, weil die ein bisschen leichter noch sind. Und dann hatten die halt diesen Vorpack sozusagen. Das Problem war, dass der Pfandautomat die immer nicht erkannt hat und man immer mit dem Mitarbeiter hinterherrennen musste. Der ging mir auf den Sack. Kann ich verstehen, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich bin auch einsam und es macht Spaß. Im Kasten gab eine Zeit, da wurde alles in Glas abgeschafft, aber mittlerweile gibt es wieder alles in Glas. Ja, also ich sag mal, Glasflaschen an sich ja auch mega gut und so weiter. Man soll ja auch nicht so viel Plastik etc. pp. Ich weiß. Aber mir geht es ja tatsächlich darum, so wie das bei dir ist, wäre gut, da hätte ich keinen Bock drauf, wenn die da nicht erkannt werden. Und ja, wie gesagt, so, ich habe da immer keine Lust, weil das ist ja dann oftmals auch in Kasten oder sowas und ich habe immer keine Lust, einen Kasten zu schleppen, weil diese Sixpacks, die packe ich dann wirklich in so eine, ich habe immer so Stofftaschen, da passt das immer ganz gut rein und dann kann ich das irgendwie viel besser transportieren. Vegan Pepsi, hallo, jo, was geht? Ja, wir kochen. Bei dir? Schmeckt super, eine Zeit lang habe ich es auch gegessen, aber momentan habe ich gar keinen Hunger, somit esse ich auch nicht viel. Das ist aber nicht gut, du musst trotzdem genug essen hier und trinken. Finde mal einen Mitarbeiter, dem du hinterherrennen kannst, oh ja.
Ja, die Schlepperei ist nervig, das stimmt. Beim Cola Zero bekomme ich Herzrasen, ich weiß nicht wieso. Also wenn ich die Zero-Sachen trinke, fühle ich mich komisch. Ja, dann lass es lieber, dann lass es lieber. Das war nicht mal das Problem, aber das hat trotzdem genervt. Ja, gut, ich bin jetzt seit 3 Jahren solo, aber koche. Ich bin ja auch hier Single, allein. Ich koche trotzdem, weil ich sag mal, ich finde es ganz cool. Mir schmeckt's, ich weiß, was drin ist. Und es ist auch billiger, als jeden Tag irgendwie was zu bestellen oder sowas. So, ich wollte gucken, was ich jetzt noch reinmache. Und zwar, genau, Tomatenmark. Also, cool. Soweit alles klar, bei mir heute gibt es Schnitzel. Sehr geil. Oh, apropos Schnitzel. Ich war ja am Freitag noch bei meinem Papa. Und dann gab es da einfach mal Wiener Schnitzel mit Kartoffeln. Und ich hatte davor Flammkuchen gegessen und ich hatte eigentlich nicht wirklich Hunger. Und ich habe trotzdem 2 Schnitzel gegessen. 22 die Megaschnitzel, aber wie gesagt, das ist bei mir so ein krasses Fresswochenende. Freitag, Samstag und heute auch wieder. Aber es war so lecker. Ja, ich esse auch etwas, weil ich mich dazu zwinge, aber halt nicht viel. Hast du Lieblingskochbücher? Nicht so wirklich. Also doch, ich habe eins. Das ist so ein bayerisches Kochbuch. Das finde ich tatsächlich hervorragend. Sonst hole ich mir tatsächlich viel aus dem Internet einfach. Schnitzel, ich habe dein neues Rezept. Kalb, ja. Ich habe jetzt mein favorite deutsches Streamerin gefunden. Ist das so? Kylo. So Leute, ich muss kurz zur Pfanne. Hallo Chat und hallo all. Bin kurz hier, muss aber auch gleich los. Info, hey, hallo, dann trotzdem schön, dass du kurz reintauchst. Schnitzel ist Liebe, also richtiges Wiener Schnitzel. Ja, so richtiges Wiener Schnitzel. Das blaue bayerische Kochbuch, da steht doch quasi seit Generationen. Ja, genau das, dieses dicke blaue bayerische Kochbuch. Das ist richtig, das hat meine Oma, das hat meine Mama und ich habe mir das auch gekauft. Das ist so ein Allrounder-Kochbuch, wo ungefähr alles drinsteht, was aber richtig, richtig gut ist. Von Kochen und Backen über alles Mögliche. Das finde ich hervorragend. Muss mir aufpassen, dass mein kleines Buch mit dem Monsterbauch wird ich ein Schnitzel. Same here? Ja, sehr geil. Finde ich cool. Noch ein bisschen verteilen, das Tomatenmark, dass es überall so ein bisschen ist. Okay. Und jetzt? Lol. Aber ich habe gemerkt, seit ich solo bin, habe ich 5 Kilo verloren, wenn mit einer zusammen ist, dann fand zu. Ja gut, wenn man dann wahrscheinlich, also das ist halt auch, glaube ich, man doch irgendwie öfter dann mal zusammen was bestellt oder sowas. Und das ist halt, merkt man halt dann. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Genau. Wir warten jetzt noch so 2-3 Minuten und dann kommt noch der Käse dazu, ein bisschen zumindest. Ich habe hier diesen geriebenen Käse. Ich glaube, das sind 250 Gramm. Wir brauchen aber nur 100 Gramm. Genau, der kommt dann noch dazu. Und dann ist die Füllung an sich schon fertig. Gibt es noch zu kaufen? Also das blaue Kochbuch? Oder wird das von Generation zu Generation weitergehen? Ich habe mir das gekauft. Ich habe mir das damals, glaube ich, tatsächlich über eBay Kleinanzeigen gebraucht gekauft. Weil die auch ein bisschen teurer sind. Also wie gesagt, das ist so ein richtig, richtig dickes blaues bayerisches Kochbuch. Ich glaube, das heißt sogar das bayerische Kochbuch oder sowas.
Ist aber alles Mögliche drin. Mario Kessel, hallo, schön, dass du da bist. Dankeschön, wie geht's dir? Man isst einfach mehr, nicht wegen Hunger. Ja, glaube ich tatsächlich auch. So, man müsste nicht, aber man macht es halt einfach. Und vielleicht auch manchmal ein bisschen ungesünder. Genau, zum Kochbuch nochmal. Ich denke, du kriegst es aber überall. Würde ich mal so behaupten. Seitdem ich Single bin, nehme ich wieder zu. Meine Freundin war sehr gesundheitsbewusst. Also ja, okay, das gibt es natürlich auch. Also wenn ihr wollt, kann ich dann später auch mal gucken, ob ich dann einen Link dazu finde, falls jemanden interessiert. Dann packe ich den zu diesem Kochbuch in Discord. Kann ich machen, wenn ihr es nicht selber findet. Also es ist so ein blaues Kochbuch. Das bayerische Kochbuch, glaube ich, heißt das. Von der heißen Herdplatte runter. Wir haben auch ein bayerisches Kochbuch, hat aber keine Ahnung, das Blaues. Hab das Buch gefunden, okay. Ich habe Rezepte bekommen von meiner Nachbarin, die 96 Jahre alt ist. Eine österreichisch-italienische Oma mit 1000 Rezepten. Und ich hatte noch nie besseres Essen, als wenn ich es mit den Rezepten mache. Und der Kaiserschmarrn ist ein Traum. Oh, das glaube ich, ist natürlich sehr geil. Gimme Official, hallo! So, wir nehmen kurz die Schüssel einfach. Da ist zwar noch ein bisschen Zucchini-Reste drin, aber ist ja nicht schlimm. Wir wiegen jetzt kurz den Käse ab. Das sind 110 Gramm, aber passt schon. Okay, und das wird jetzt dann noch untergerührt einfach. Jetzt will ich wissen, ob das blau ist. Einen Moment, ich gehe kurz gucken. Okay, ich bin gespannt. Ja, also wie gesagt, ich kannte das halt tatsächlich auch schon so. Das hat meine Oma, meine Mama hat das. Und dann ich weiß, dass da halt gute Sachen drinstehen. Ich benutze es nicht so oft, muss ich auch dazu sagen, weil ich halt, wie gesagt, mir halt auch viel irgendwie aus Instagram oder einfach aus dem Internet allgemein halt hole. Aber das ist echt gut. Nur Schwester telefonieren, alles gut. von alten Leuten lernen ist das besser, was es gibt, egal ob Kochen oder andere Sachen. Erfahrung ist nicht zu unterschätzen, das stimmt. Was hast du für eine liebe Nachbarin? Hört sich gut an, toll, wenn man so eine Oma kennt. Ja, das ist richtig geil, das sagen wir gerade, was Essen angeht, oder so. Die Omas, gibt es das beste Essen. So, wir packen jetzt hier den Käse rein. Über Oma kommt halt nichts drüber, ist halt echt so. Ja, ist einfach so, ne? Kann man nicht anders sagen. So, wartet, ich hole kurz die Auflaufform. Und zwar, wartet. Hier, Auflaufform. Wir packen da jetzt die Zucchini rein. Ich hoffe, die passen. Oh, ich hoffe, die passen alle rein. Genau so. Hervorragend. Und jetzt füllen wir die gleich.
Die Rezepte von alten sind auf nichts zu ersetzen. Bewahrt gut auf, wenn ihr noch die Chance habt, lernt und hört ihn zu. Ja, ist so. Isst du das alles selber? Selbstverständlich. Perfekt. Die Formel ist von Edeka. Ja, ist sie tatsächlich. den kann man nur zustimmen. Ja. Ich nehme kurz den Untersetzer. Ich hole schnell den Untersetzer. Und dann kann ich die Pfanne hier rüberholen. Dann können wir das zusammenfüllen. Meinst du denn, fürs Wochenende die unfassbar hinreißenden Geschöpfe und Tiere falls vorhanden? Holt euch das schnuckeligste Futter und genießt den Stream. Bon Kuba Libre. Vielen lieben Dank. Ja, ich hoffe, du hast auch einen schönen Stream. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. So, also. Wie machen wir das hier? Bisschen Platzproblem. So, seht ihr da beides? Ja, egal. Ihr, Hauptsache, ihr seht die Form. Das ist wichtiger, glaube ich. Place it. Hallo. Zwar, wir nehmen jetzt gleich den großen Löffel, würde ich sagen. Und dann füllen wir. Vorzüglich wäre keinesfalls gelungen. Selbst vielen lieben Dank der Nachfrage. Mir geht's auch sehr gut, danke. So, dann werde ich mich um mein Essen kümmern. Dann noch einen tollen Stream. Natürlich gutes Gelingen, Nika, aber sieht gut aus. Trotz Fett auf der Brille. Dankeschön, Dawson. Ich wünsche dir auch einen guten Hunger, dass es gut wird und noch einen schönen Sonntag. Das Buch ist tatsächlich blau und heißt Bayern. Das Kochbuch habe ich geschenkt bekommen, als mein Vater mit seiner Freundin nach Bayern gefahren ist. Und mich einfach bei meiner Mom gelassen hat. Aber dann könnte, ich weiß nicht, ob das das genau ist, aber es könnte das auch das Kochbuch sein. Also wie gesagt, das ist echt gut. Kann ich empfehlen. Also. Ja, hier, ihr seht, es ist schön käsig. Wow, okay. Wir fangen einfach mal in der Mitte an zu füllen. Wow. Es fällt, ja egal. Wir füllen jetzt einfach, wir füllen zwei parallel. Ich glaube auch. So. Also ihr seht das, oder? Hier sehr, sehr käsig auf jeden Fall, aber ist ja nicht schlecht. Das ist jetzt tatsächlich durch den Käse. Ist das. Huch. Ist das wirklich so eine Masse geworden? Davor ist, sag mal, das Hackfleisch ist ja immer so, ich sag mal, bröselig. Aber durch den Käse hält es halt echt gut zusammen. Das ist wie so ein Kleber. Was ist auf deinem Becher drauf? Auf dem hier, das ist ein Ed Sheeran Konzertbecher. Ich liebe diesen Becher. Der wollte als Kleiner auch Lokführer werden. Ich nicht, ich wollte immer Müllmann werden. Ich fand das immer so cool, da hinten drauf fahren auf dem Müllauto. Ich wollte immer Müllmann werden. Das fand ich voll cool. Boah, wenn ich den Käse sehe, ja, sieht gut aus, oder? So, ich fülle jetzt erstmal, dass in allen etwas drin ist. Dann gucke ich, wie viel Masse noch da ist und dann können wir noch ein bisschen mehr dann reinmachen, je nachdem. Aber das ist doch, glaube ich, ein ganz guter Plan so. Hier fehlt noch so ein bisschen was. Ich fasse jetzt einfach ein bisschen mit dem Finger rein. Sauerkraut. Ich wollte immer Zimmerer werden und bin es auch geworden. Jetzt bin ich seit 8 Jahren Lokführer. Da kommt auch noch Käse drüber. Da kommt dann nochmal Käse drüber, ja. Lummy Man, danke für dein Follow. Blaue Karotte, hallo. Schön, dass du da bist. Ich wollte Ärztin werden. Jetzt möchte ich Kinderärztin werden. Hat sich also nicht wirklich was verändert, aber ist doch gut. Vielleicht Paprika füllen. Ja, mit Paprika könnte man das auch machen. Komischerweise hatte ich als Kind nie einen Berufswunsch. Oh doch, ich hatte viele. Also, Müllmann war der coolste. Dann wollte ich Tierärztin werden und Autorin. Ich wollte ganz, ganz lange Autorin werden, tatsächlich. Ich weiß nicht, ich habe als Kind auch immer, also schon immer sehr, sehr, sehr viel gelesen. Was? Ich finde das immer noch cool. Ja, ich bin da aber nicht gut genug. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das waren so meine. Hör jetzt auf! Ja.
Ja, auf jeden Fall, ich habe gerade kurz mit meinem Bot geredet, sorry, weil er so gemeint hat, ja, hast du das komplett aufgegeben? Nee, ich finde Schreiben tatsächlich immer noch sehr, sehr cool, aber ich finde einfach, dass ich selber zu schlecht bin, so. Also ich finde das richtig cool. Aber ja. Ich bin kein Deutscher, wir füllen sogar Tomaten. Das habe ich aber auch schon oft gesehen, das kann aber auch richtig geil sein, so mit Feta-Käse und sowas, warum nicht? Ist doch gut. Hier jetzt den Klassiker bei jedem Mädel, ja, irgendwie schon. Tomaten mit Hack ist auch sehr geil. Ja, genau, so mit Hack und ein bisschen Feta und so weiter. Ja, hallo, klar. Ist doch geil. So. Jetzt kommen die kleinen Zucchini sind echt ein bisschen schwierig. Also, wenn ihr es nachmacht, kauft große Zucchini. Hier, die kleinen sind auch zum Füllen ein bisschen schwierig. So. Oh, Messer. Nicht erstechen dabei. Okay, jetzt haben wir was übrig. Ah, nichts daneben gefallen. Boah, wisst ihr, was wir vergessen haben? Wir haben es noch nicht gewürzt. Naja, würzen wir dann im Nachhinein. Jetzt ist Nika einfach die Beste auf Köln auf Twitch. Oh, das hast du aber süß gesagt. Reis, Hackfleisch, schwarze Pfeffer. Autorin ist doch in Reichweite. Das Beste aus Nikas Welt, Rezepte und Geschichten. Aber das sind ja keine selbst kreierten Rezepte. Ich sag mal, ich sammle mir die ja auch nur zusammen aus Instagram oder von unterschiedlichsten Webseiten. So. Da müsste ich ja tatsächlich nochmal viel, viel, viel kreativer werden und dann meine eigenen Rezepte erfinden. Natürlich etwas Salz. Ja, Salz können wir dann nochmal drüber machen. Wir würzen jeden einfach von oben noch ein bisschen. Ja, ein Kochbuch von Nika. Ich würde kaufen. Oh, süß. Süß. Ich lese gerne, aber dann sollte ich in der Schule selber Geschichten schreiben. Hab gemerkt, ich hasse zu schreiben. Im Moment noch schreiben, aber teilweise Spaß. Also ich finde Schreiben richtig cool. Ich finde es aber tatsächlich auch schwierig. Das ist so... Ich glaube, das wird von vielen Leuten unterschätzt. Ja, wie aufwendig das eigentlich auch ist. So, die Leute... kreieren da ja ganze Welten, ganze, da steckt so viel dahinter, aber ich finde es ziemlich cool. Warum vergisst du immer das Würzen in letzter Zeit? Das solltest du dir an Hinweisschildern hängen. Ja, ich weiß. Sorry. Das sind ja die wenigsten, die meisten bestehen doch auf irgendein Rezept oder geben dir eigenes Geschmäckle dazu. Ja, das stimmt. Natürlich verändert man das noch so ein bisschen und so weiter, aber ja. Wir verwenden Hackfleisch als Gewürz, nicht als Hauptteil des Essens. Okay. So, ich weiß nicht, ob wir es noch irgendwie komplett aufbrauchen können. Wir probieren jetzt hier einfach noch so ein bisschen noch überall noch ein bisschen was drauf zu tun. Dann sind die halt ein bisschen besser gefüllt. Aber dann bringe ich vielleicht die Pfanne noch leer. Dann habe ich nichts übrig, das wäre eigentlich ganz gut. So, hier kommt noch ordentlich was drauf. Okay, ist schon ein bisschen übertrieben vielleicht. Okay. Ja, okay. Minimal bleibt was über. Ist nicht schlimm. Also so. Ungefähr. Wartet mal, da kommt noch ein bisschen was. Ich guck gleich wieder in den Chat, Leute. Ja, ein Kochbuch mit Anleitung, QR-Code zum Stream. Dann kann man sich das auch als Video angucken. Schreiben ist super, meine Rechtschreibung ist Schmutz, schreibe aber nur Geschichten für meine kleine Schwester. Aber das ist doch voll süß. Es wird so weggelöffelt, richtig. Eine Würzerinnerung in den Stream, Belohnung, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Für Kanalpunkte irgendwie so schon gewürzt. Das muss ich mir merken, das bauen wir ein. So, also so sieht es jetzt aktuell aus. Ich muss mal kurz nochmal meine Hände waschen. Und jetzt gucke ich nochmal kurz ins Rezept. Hallo und alle, ich küsse euch jetzt diesen wunderschönen Sonntag. Bot, ich sage jetzt einfach nur Bot. Hallo, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast auch einen schönen Sonntag. Wir würzen jetzt gleich einfach noch so ein bisschen mit Salz, Pfeffer, so oben drauf. Und dann kommt noch, dann reiben wir noch Käse drüber. Oder wir nehmen einfach den geriebenen Käse. Den können wir auch nehmen, ne? Könnten jetzt auch noch eine andere nehmen, aber wir können auch den einfach nehmen.
Ich war im Wald, habe eine Schatzkiste vergraben, eine Schatzkarte gemacht und dann war ich mit meiner Kleinen. Es ist los, Schatzsuche. Und das war so eine tolle Idee wie kleine Piraten. Das ist mega süß. Ja, sie zerreißt das Blatt, wenn ich das nicht oft genug vorlese. Von daher interessiert sie meine Rechtschreibung nicht. Ist doch gut. Ich habe mein Kochbuch nur mit Piktogramm bei Kickstarter gekauft. Das ist eigentlich auch eine geile Idee. Okay, geh jetzt essen, schalt vielleicht später nochmal ein. Dann lass es dir schmecken, Vegan Pepsi. Ja, schön, dass du da warst. So, also Salz, Pfeffer, vielleicht ein bisschen Paprika. Ja. Also wir würzen jetzt einfach von oben. Ist jetzt nicht ideal, ich weiß, aber dann ist zumindest ein bisschen was gewürzt so. Das haben wir zu meinem Schulanfang gemacht, das war Hammer. Ja, sowas in dieser Art habe ich auch schon gemacht, von Spielplatz zu Spielplatz. Das ist voll die süße Idee einfach. Okay, ich mache jetzt einfach noch so ein bisschen Paprika drüber. Okay, so. Und jetzt kommt noch ein bisschen geriebener Käse obendrauf. Diese strahlenden Augen. Ja, das, ich glaube, das freut sich jedes Kind einfach. Das ist mega cool. Sowas sollte ich jetzt auch machen, weil sie Dienstag 5 wird nicht feiern kann und ich das erste Mal nach 5 Monaten wieder da bin. Na, dann mach das doch, das kannst du doch ganz gut auch vorbereiten, das ist bestimmt mega schön. Aber eine moderne Art von Schatzsuche gibt es immer noch, nennt sich Geocaching, sollte das hier... Ja, das haben wir tatsächlich mal an einem Wandertag in der Schule gemacht, das war eigentlich auch ganz lustig. Dann läufst du mit diesen GPS-Geräten rum, ne? Die sind ganz cool, ja. Da gibt es, glaube ich, auch Internetseiten, da sind dann die Koordinaten sozusagen zu diesen Orten eingetragen, wo du dann irgendwie so eine kleine Kiste findest mit einem Zettelchen oder sowas drin. Und dann gehst du quasi auf die Suche. Das ist ganz witzig. Das ist nicht Zucchini gefüllt, aber nur sehr käselastig, aber halt sabber. Ja. Das ist geil. So, also. So sieht's aus. Jetzt kommt die noch in den Ofen für 20 Minuten circa. Und danach sind die fertig. Also. Kannst du den Timer stellen für 20 Minuten? Ja, okay, danke. Wenn mich der auskennen würde, das gehen, aber naja, ich muss mal gucken. Ja, mit Kollegen, mit Fahrrädern, auch geil, Lady. Das stimmt. Zwerg, hallo. Mit was sind die gefüllt? Wir haben eine Füllung gemacht aus Hackfleisch, Zwiebeln, Knoblauch, Käse und Zucchini. Fruchtfleisch sozusagen. Und ein bisschen Tomatenmark. Genau. Mehr ist es, glaube ich, nicht. Ja, so. Ich muss mal ganz kurz meine Nase pumpen. Okay. Also, die Zucchini sind jetzt, wie gesagt, im Ofen. Braucht jetzt 20 Minuten. In der Zeit können wir uns absolut entspannt unterhalten. Und dann... probieren wir die, wenn sie fertig sind, zusammen. Bin sehr gespannt. Kannst du mir Timer stellen? Redest du mit Siri? Nee, das macht mein Mod. Ich habe doch hier die In-Ear-Kopfhörer drin, da sieht man es ganz gut.
Und ich habe red mit meinem Mod. El Perro, danke für dein Follow. So. Ja, also minimal ist was übrig geblieben. Hier seht ihr es. Ich esse das jetzt. So, jetzt habe ich gerade das Salz weggepackt. Wir salzen das jetzt noch kurz. Habe ich ja vorhin schon mal kurz genascht. Ich fand, es schmeckt schon mal ganz gut. Es ist eine recht einfache Füllung, aber es schmeckt. Guten Appetit, Dankeschön. Guten Hunger, danke. Sag mal, ist so natürlich recht fleischlastig, aber trotzdem gut. Was schlimm, wenn man keine Zucchini hat, geht da auch eine Gurke. Aber ich weiß nicht, ob das mit einer Gurke so gut schmeckt. Vielen lieben Dank für den Sticker. Ein Purple Heart Sticker von Jochen, dankeschön. Wilfredi, danke für dein Follow. Jetzt habe ich so Hunger bekommen und esse jetzt auch was. Mach das, lass es dir schmecken. Bleibt dir nichts anderes übrig, ja. Oh je, okay. Meine Nachbarn tun mir leid, wir haben Sonntag und ich habe nichts Besseres zu tun, als am offenen Fenster Gitarre zu üben. Vielleicht freuen sie sich ja auch drüber. Es kommt drauf an, wie gut du schon mit der Gitarre bist, wahrscheinlich. Aber mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Also ja, hier dieses Ausrufezeichen TDS. Wir haben das halt eingestellt, dass bei Donations und Cheers ab 1 Euro oder halt 100 Bits werden die Nachrichten vorgelesen. Wir hatten das ja zuerst angedacht mit Kanalpumpen. Das hat aber nicht so funktioniert und deswegen haben wir es dann zumindest bei den Donations und bei den Cheers eingestellt. Das ist noch nicht so lange, deswegen ist das noch als neu und deswegen steht der Befehl unten. Genau. Hier und da, danke für dein Follow. Schmeckt echt gut. Haben wir gut gemacht, Leute. Haben wir gut gemacht. So. Pack kurz die Pfanne weg. Aber was mir gerade noch eingefallen ist. Aloha, Hallöchen. Also wenn ihr keine. Also ich würde es wirklich, ich würde es nicht mit der Gurke versuchen. Weil mir das gerade jetzt noch so im Kopf umhergeschwirrt ist. Wenn ihr keine Zucchini habt, ich glaube nicht, dass es mit der Gurke gut schmeckt. Aber dann versucht es auch. Mit einer Paprika kann ich es mir auch sehr gut vorstellen. Quasi als gefüllte Paprika. Ja, oder tatsächlich auch in die Tomate kann man das bestimmt auch so reinfüllen. Schmeckt wahrscheinlich auch sehr lecker. So, nun sitzen wir hier und du isst uns was vor. Ja, ihr könnt euch ja jetzt mit mir unterhalten hier. Ihr könnt mir was erzählen. Ich spiele seit 5 Minuten Hänschen klein und davor habe ich 2 Akkorde im Wechsel gespielt. Also ich denke nicht, dass sie sich freuen. Gestern habe ich das gespielt, was sie wollten. Jetzt spiele ich das, was ich mich das doch. Okay. Geht nicht mit Gurken. Ja, nee, das schmeckt auch, glaube ich, einfach überhaupt nicht. So, die werden, glaube ich, richtig eklig, wenn man die in den Ofen packt. So, ich weiß nicht, hat schon mal jemand warme Gurke gegessen? Ich stelle es mir nicht gut vor. Nee. Trotzdem eklig. Also,
Denke ich zumindest so. Also ich würde es euch nicht empfehlen. Wenn jemand meint, er muss das ausprobieren, könnt ihr das natürlich gern tun, aber na, lieber nicht. Ich möchte, muss leider weg. Schönen Nachmittag alle noch. Dankeschön. Ich wünsche dir auch einen schönen Nachmittag. Schön, dass du da warst. Mir geht heute der Gesprächsstoff aus irgendwie. Ist ja Nika dein voller Name? Nein. Man könnte noch Pilze nehmen. Wenn man Pilze mag, könnte man die nehmen. Ich mag keine Pilze. Ich sag mal, ihr könnt da auch, man könnte da noch viel, viel, viel mehr reinmachen. Man könnte da auch Karotten reinschnippeln oder sowas. Also man kann da eigentlich alles Mögliche an Gemüse reinpacken. Eignet sich eigentlich auch ganz gut, so wenn man noch irgendwie, also Reste sozusagen im Kühlschrank hat. Ich sag mal, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, eine Paprika hat, die weg muss oder Karotten oder irgendwas, dann schnippelt das einfach damit rein in die Füllung. Also da, das ist, ich finde das eigentlich ganz praktisch bei solchem Essen. Warme Gurke an sich schmeckt gar nicht so schlecht, wie man denkt. Echt jetzt? Ah, ich weiß nicht, was okay. Ich muss mal gucken, was ich nächste Woche alles so an Gerichten einplanen für die Woche. Weil wir hatten ja am Freitag, glaube ich, darüber geredet, dass wir vielleicht mal eine Lasagne machen. Deswegen habe ich irgendwie so jetzt die Lasagne im Kopf. Der Stream mit gefüllten Paprika war der erste, wo ich voll dabei war. Wie lange das schon wieder her ist. Ja, ich glaube, das war aber auch einer der ersten Streams. Also, ich weiß, der allererste war ja der Käsekuchen. KSR80, danke für den Follow. Und ich glaube, die gefüllten Paprika war, keine Ahnung, so der zweite oder dritte oder sowas. Also auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr früh. Ja, ist krass, ne? Wie schnell dann irgendwie trotzdem die Zeit vorbeigeht. Ich habe es tatsächlich auch letztens gesagt, so wir haben jetzt schon Anfang März. Ich finde, so jetzt Januar und Februar gingen auch extrem schnell vorbei. So, ich weiß nicht, so unter der Woche oder sowas, finde ich, kommt es dann immer gar nicht so vor. Ja, manchmal zieht sich's dann, aber wenn man dann so denkt, so okay, wir haben jetzt schon wieder Anfang März. So, und eigentlich ist auch schon wieder die erste Märzwoche rum. Also, ja, ich weiß nicht, es geht dann irgendwie doch echt schnell. Meine Schwester hat schon auf Gurke in die Mikrowelle gepackt und es schmeckt nicht schlecht, aber ich würde mir Gurke jetzt hier extra warm machen. Okay, ja, nee, würde ich auch nicht. Also, wenn ihr irgendein anderes Gemüse zu Hause habt, dann macht's mit einem anderen Gemüse, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall wollte ich so gerade noch erzählen. So, ich weiß gar nicht so, ich habe ja so ein bisschen vorgeplant an Rezepten, was ich so machen könnte. Aber irgendwie gefällt mir das jetzt nicht mehr, was ich quasi für die nächste Woche angedacht hätte, weil es auch extrem viel ist. Und dann, das ist das zu viel, wenn ich das alles machen würde. Weil es halt auch alles so Rezepte sind, die gleich so mächtig oder wo man gleich so viel hat. Deswegen muss ich da mal ein bisschen umplanen, aber ist jetzt natürlich auch gut, dann machen wir einen Tag den Lego-Stream. Und vielleicht mache ich dann auch einfach am Sonntag die Lasagne, also die müssen wir, wenn dann, denke ich, am Sonntag machen, weil es doch länger dauert. Und dann noch irgendwas anderes. Muss ich mal noch, weiß ich nicht, mir überlegen oder mir noch ein bisschen Inspiration holen, was wir noch machen könnten. Genau. Muss ich heute auf jeden Fall noch machen. Dann schreibe ich meinen Zeitplan. Aber sonst, glaube ich, werde ich heute tatsächlich auch nicht mehr viel machen. Es wird heute so ein richtiger Sonntag, so. Weiß nicht. Irgendwas auf Netflix vielleicht gucken oder irgendwas auf Twitch schauen oder weiß ich nicht, so. Und nichts tun. Ja, eigentlich nichts tun. es rennt eben leider manchmal viel zu schnell. Ja, das ist richtig. Manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn die Zeit schnell rumgeht, aber manchmal irgendwie ist es okay, krass, krass. So, 10 Minuten, nicht mehr ganz. Dann sind die theoretisch auch schon fertig, die Zucchini. Also ich guck mal ganz kurz in den Ofen, ob das so, wie das aussieht. Es sieht schon sehr gut aus. Also der Käse ist auch schon eigentlich geschmolzen. Das sieht sehr gut aus. Die Birgit raidet wieder mit 6 Zuschauern. Hallo, danke für den Raid. Freut mich. Ich hoffe, ihr hattet wieder einen schönen Yoga-Stream. Bin gleich wieder da, muss kurz die Gitarre stimmen. Ja, alles gut.
Ja, wir warten gerade tatsächlich auf die gefüllten Zucchini, die wir schon gemacht haben. Also an sich sind die schon fertig. Wir haben Zucchini ausgehöhlt und haben eine gute Füllung gemacht in der Pfanne. Dann die Zucchini gefüllt, noch ein bisschen mit Käse drüber gestreut. Und jetzt sind die gerade für 20 Minuten im Ofen. Und wir haben noch gute 8,5 Minuten, bis sie fertig sind. Deswegen sitzen wir gerade hier und unterhalten uns ein bisschen. Hättet ihr, das habe ich mir auch schon mal überlegt, hättet ihr auch mal Lust, das habe ich nämlich auch schon bei vielen Leuten gesehen, irgendwie auf so einen Themen-Talk-Stream sozusagen. Also wisst ihr, was ich meine? So, dass man irgendwie, man kann ein Thema nehmen oder man kann auch unterschiedliche Themen nehmen. So auch gern irgendwie vielleicht Themen, die ihr vorschlagt oder wo wir dann, weiß nicht, vorher vielleicht so eine Abstimmung oder sowas machen könnten. Also halt dann mal tatsächlich so ein, eigentlich so ein reiner Chatting-Stream, ohne irgendwas zu kochen oder sowas. Hättet ihr auch mal Lust? Oder so über die aktuelle Weltpolitik reden? Keine Ahnung, also wirklich, das ist, wie gesagt, so, man könnte dann ja, ihr könntet Themen vorschlagen, ich pick mir dann vielleicht welche raus oder sowas, muss jetzt nicht unbedingt die Weltpolitik sein, aber wäre natürlich auch eine Möglichkeit. ja. So, dann könnt ihr, also wirklich so, wir miteinander sozusagen irgendwie, wie man das findet oder whatever. So, da vielleicht auch über Erfahrungen oder was auch immer so einfach reden. Ich esse schon Hähnchenspieße, dann lasst es schmecken. Grundsätzlich schon, aber Themen sollte nicht in Richtung Politik gehen. Ja, das würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Also wie gesagt, das ist, da glaube ich, schießt man sich eher ins eigene Knie mit sowas. Aber, also, keine Ahnung. Wie gesagt, so, wir könnten ja sagen, wir könnten da irgendwo eine Abstimmung machen, vielleicht auf Instagram oder auf dem Discord oder sowas. Und dass man dann sagt, so, ihr schlagt Themen vor, wir suchen uns dann mehrere aus oder auch nur eins oder je nachdem. Ja, finde sowas immer super, machen zurzeit eh einige und holen meistens noch andere Streamer dazu. Ja gut, ich kenne aber, ja gut, was heißt, ich kenne keinen anderen Streamer, kenne ich schon ein paar, aber halt nicht persönlich. Müsste ich mal gucken. Der Glowfish ist da, hallo, guten Morgen. Reden wir doch stattdessen über Solarwinds. Ich rede ja nochmal gerne über Politik. Ich lieb, aber gerade ist alles so frustrierend, lieber was anderes. Ja. Warme Gurken klingt echt schrecklich. Ja, deswegen machen wir auch keine warmen Gurken. danke an deine Waschmaschine. Hat mich erinnert, dass die Wäsche schon seit einer Stunde fertig ist. Sehr gut, dann ausräumen und aufhängen. Ja, wir machen gefüllte Zucchini und keine Gurken, also von dem her. Alles gut. Okay, also aber grundsätzlich findet ihr das ganz, ganz gut so. Ich habe das nämlich auch schon bei ein paar Leuten so gesehen und fand das nämlich auch nicht verkehrt. Weil ich sage mal, es gibt ja so viele Themen, über die man theoretisch reden kann. Ja, dann könnten wir da mal, ich weiß noch nicht wo. Da könnten wir mal so eine, ich weiß nicht, aber ja, keine Abstimmung, sondern eher so sagen, so, dass ihr einfach Themen vorschlagt. Vielleicht machen wir auch einfach irgendwie da im Discord irgendwas. Ist vielleicht am einfachsten. Und dann könnt ihr Themen vorschlagen. Und dann suche ich mir einfach mal ein paar raus und dann könnten wir da auch mal so einen Stream machen. Ronnie, danke für dein Follow. Ja, könnte man mal machen. Hast du schon was im Kopf themenmäßig? Nee, überhaupt nicht. So, bin ja grundsätzlich relativ offen, was Themen angeht. Was würdest du fragen, wenn die Antwort ja wäre? Weiß ich nicht. Reaction-Video in Coming Forgas. Ah, da weiß ich immer nicht, ob ich das so gut finde, diese Reaction-Videos. So, bin ich immer ein bisschen zu viel gespalten. Zum Beispiel, warum man Zucchini füllt und nicht Paprika. Weil man beides füllen kann und gefüllte Paprika habe ich im Stream schon gemacht. Und ich gefüllte Zucchini gut finde. Sehr gutes Rezept, Vegetarier-Barschfilet in Weißweinsoße, da müssen geviertelte, in Ofen geschnittene, entkernte Salatgurken rein, dazu Reis, mega einfach, mega gut. Man füllt doch auch Paprika, richtig. Aber Zucchinis sind giftig, nein, sind sie nicht. Ja, wir essen ja nicht roh, also sind sie nicht giftig. So, nein. Gerüchte sind giftig, ja. So, noch ungefähr 4 Minuten, dann sind die Zucchini fertig. Ich bin gespannt. Ich freue mich aber auch. Ich brauche dann noch einen Teller. Ja. Und Messergabel ist auch noch nicht da, ne? Muss ich dann noch holen. Zucchini sind ruckzuck lecker. Ja, finde ich auch.
Also ich, das war auch sowas, ich weiß nicht, als ich klein war, mochte ich keine Zucchini und mittlerweile esse ich die total gerne. Ich weiß schon, das ist immer so, das mögen nicht alle. Magst du auch gefüllte Auberginen? Nicht unbedingt, weil ich Auberginen an sich nicht so gut finde. Also ist nicht so meins. Könnte man ja theoretisch zwar genauso machen wie die gefüllten Zucchini, aber ich bin nicht der größte Auberginen-Fan. Zucchini ist auch wohl nicht giftig, es gibt noch bessere. Ja, es sind so ein bisschen, also, aber wie gesagt, wir essen sie auch nicht roh, ist nicht giftig, alles gut. Auberginen habe ich noch nie gegessen. Ja, ich mag sie einfach nicht. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich mag sie nicht. Das war ein Scherz, ich hasse sie trotzdem. Ja, du musst sie auch nicht essen. Magst du Artischocken? Ja, ich finde ich okay. Jetzt brauche ich es auch nicht immer. Ab und zu finde ich sie okay. So kann man es, glaube ich, sagen. Also bin ich der größte Fan, aber ich würde sie essen. In den Sack sind, glaube ich, Auberginen drin. Kann sein. Ich hab die vor Ewigkeiten schon mal gegessen. Also schon ein paar Mal gegessen, die Auberginen, aber irgendwie konnte ich ihnen noch nicht so richtig was abgewöhnen. Und dann mache ich irgendwie selber keine. Weil ich mir denke so, nee, mach ich lieber was anderes. Ohne Zucchini wäre meine Küche um einiges ärmer. Auberginen ist mir einfach zu schleimig von der Konsistenz. Ja, das, ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Kommt vielleicht auch drauf an, wie man sie dann macht oder wie man sie zubereitet, aber ja, weiß nicht, bin ich kein großer Fan von. Nee. So, ich hole mir mal schnell schon meinen Teller und Besteck. Mal hier hin. Was magst du, Wirsing oder Rotkohl mehr? Rotkohl ist Blaukraut, ne? Ja. Blaukraut, also Rotkohl. Ich mag Wirsing auch, aber ich bin ein absoluter Blaukraut-Fan von dem her. Ja. Esse ich sehr gern. Was findest du denn besser? Oder ihr? In Israel haben sie viel mit Aubergine gemacht und da war es meistens super lecker, aber so bekomme ich es leider nicht hin. Ja, das ist ja das manchmal so, wenn man auch irgendwas, ja, irgendwo gegessen hat oder sowas und das war mega, mega gut, aber man selber kriegt das einfach nicht so hin. Das ist halt schwierig. Und das ärgert einen dann irgendwie auch manchmal so ein bisschen, weil man so genaue Vorstellungen irgendwie hat, wie das sein soll und wie das halt auch war und dann denkst du so, ah. 10 von 10, Rotkohl ist mega. Wir sehen, da kommen Erinnerungen vom Kindergarten hoch und das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, Lukas! Artischocken und Salz, das im Ganzen gekocht mit Essigöl, das Senf, Schälchen. Suchst du ein einzelnes Artischockenblatt, tunkst mit weißem Fruchtfleisch in die Seite, in die Vignarette und ziehst das Weiche dann im Mund mit den Zähnen ab. So essen ist die Spanier. Okay. Ganz zum Schluss wird das Artischockenherz gewürfelt und gegessen. Das ist das Highlight. So schlimm, geht doch voll. Ja gut, wenn man da, ist natürlich schwierig, wenn man so schlechte Erfahrungen, sag ich jetzt mal, damit verbindet. Aber meine Mama hat immer sehr guten so Wirsing-Salat gemacht. So mit Speck und so weiter, das war immer sehr lecker. Alarm! Alarm! So, Leute, Essen ist fertig. So, dann holen wir das jetzt aus dem Ofen. Bin gespannt. Aber es hat vorhin, ich habe ja vorhin schon mal kurz reingespitzt, da hat sehr gut ausgeschaut. An zwei Artischocken locker eine halbe Stunde rumnagen. Nee, du mit so Salatzeugs kannst du mich jagen. Wirsing, da muss ich immer dran denken, als ich das erste Mal welche selber gekocht habe, leider nach dem Mixen. Ein Fall für den Auskurs. Ja gut, das passiert. Also das habe ich tatsächlich auch noch nie selber gemacht. Das ist sowas, was meine Mama halt immer wieder mal, wenn halt so die Zeit für Wirsing ist, dann macht die eigentlich immer so einen Wirsing-Salat, so mit, ich weiß, es ist mit Speckwürfelchen und ich weiß gar nicht, was alles drin ist, aber schmeckt sehr gut. So, kurz. Das sieht aber gut aus, Leute. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Zack. Ich
nehme jetzt eine kleine zum Probieren. Das passt genau richtig. Wartet mal. Also, seht ihr es? Ja, sieht auch, was meint ihr? Ich würde sagen, es sieht gut aus. Sind Bohnen oder Erbsen geiler? Also, ich persönlich würde lieber, bin dann lieber so ein Erbsenesser. Bin ich der größte Bohnenfan? So. Aber es sind voll okay, aber ich brauche es jetzt nicht immer. Ja, richtig. So. Wie hole ich die jetzt am besten raus? Wartet mal, ich hab doch. Da ist er. So, okay. Ich glaube, ich. Also. Ja. Ihr habt's alle gesehen, oder? Ich packe die kurz wieder rüber, damit ich mehr Platz für den Teller habe. Sehr schön geworden, dankeschön. Genau wie Obstsalat mit Chicorée, finde ich. What the fuck? Wieso? Wieso macht man einen Obstsalat Chicorée rein? Das hab ich noch nie gehört. Sieht sehr lecker aus, würde ich jetzt auch nehmen. Hallo Roxen, by the way. So, wartet. Er sagt Hallo zurück, er ist gerade zu voll zum Schreiben. Type auf, hallo. So, also wartet. Wir probieren jetzt. Die kleine Zucchini. Ich glaube, die ist jetzt richtig heiß. Ich muss ordentlich pusten. Frag das mal meine Oma und meine Mom, warum die das reinmachen. Okay, also das habe ich tatsächlich noch nie gehört. So, ich finde aber Obstsalat an sich richtig, richtig lecker. Kann man ja auch so mit unterschiedlichstem Obst machen und je nachdem, ob man das mit so einem, ja, mit so einer Joghurt dann macht oder auch einfach so. Das sieht so lecker aus, dankeschön. Habe ich auch noch nie gehört. Ja, das stelle ich mir auch also ein bisschen eklig vor, aber ich will jetzt nichts Böses sagen. Für die Zucchini ist auch genau richtig. Also erstmal schmeckt es sehr lecker. Wir könnten noch ein bisschen würzen. Das habe ich ja ein bisschen verschwitzt. Aber ich finde auch, die Zucchini ist richtig gut. Digga, danke für dein Follow. Weil die ist nicht, also die ist warm, sie ist auch weich, aber die ist nicht so labbrig, wisst ihr? Also die hat immer noch Biss. Die ist richtig gut. Die ist genau richtig. Seit ich aus dem Krankenhaus bin, habe ich noch nichts anderes gefrühstückt als Obstsalat. Ja gut, dann hat man vielleicht irgendwann die Nase voll davon. Aber an sich finde ich so, also gerade im Sommer oder sowas, ist Obstsalat halt richtig geil. Wie geil, dass ihr das nicht kennt und ich dachte immer, ich wäre komisch. Nee, das habe ich noch nie gehört, wirklich. Also es schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Die Füllung ist auch richtig gut. Es passt auch sehr gut zusammen. Ja, und wie gesagt, das ist glaube ich so die einzige, also ich glaube, man darf es nicht zu lange in den Ofen packen, weil dann könnte die Zucchini so ein bisschen zu weich werden, einfach so fast schon, ja, dieses Labbrige, das will man hier nicht, da hat man keinen Bock drauf. Und so ist die echt gut, so die hat immer noch ihren Biss, sie ist weich, sie ist warm, schmeckt sehr lecker. Und es ist, also jetzt so, ich meine, ja, ich habe noch nicht viel gegessen, aber ich würde sagen, es ist trotzdem ein relativ leichtes Essen immer noch. Das liegt nicht so schwer im Magen. Wisst ihr, was ich meine? Im Flugzeug liebe ich den Obstsalat. Nee, ich esse gerade fast nichts anderes als Obstsalat und bin froh, dass ich Obstsalat esse. Achso, na ja gut, dann ist ja gut. Solange die nicht dann irgendwann ja, zum Hals raushängt, das ist ja super. Also echt gut geworden. Ich habe ja auch gestern, erzählt, dass ich gestern zu viel gegessen habe. Ich würde sagen, das ist tatsächlich für heute genau das richtige Essen, weil es irgendwie nicht. Also ich habe mich ja gestern so krass überfressen mit Kuchen und Griechen und so weiter. Das ist wirklich genau das Richtige. So trotzdem was essen, was aber eben nicht so schwer wieder im Bauch liegt und trotzdem gut satt macht, würde ich sagen. Hätte ich kein Obst, würde ich wahrscheinlich gar nichts essen momentan. Das wäre natürlich nicht gut. Ja, man muss trotzdem essen, Leute. Ja, ich freue mich jetzt tatsächlich. Also wie gesagt, ich mache wie immer, ich mache euch noch ein Foto für Instagram und Twitter.
Wenn ihr mir noch nicht gefolgt habt, dann folgt mir doch bitte noch. Dann kriegt ihr auch Erinnerungen, wenn ich wieder live bin. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute tatsächlich aber schon am Ende angekommen. Wir sind ganz gut in der Zeit. Nicht ganz die 2 Stunden, aber trotzdem hat ein bisschen gedauert. Aber wie gesagt, das ist eigentlich echt einfach zu machen, das Essen. Ist sehr lecker, also kann ich euch empfehlen. Rezept kommt wie immer auf den Discord. Und jetzt gucken wir mal. Okay, das ist ja ungefähr niemand online bei mir. Ja. Habt ihr Vorschläge für einen Raid? Bei mir ist niemand online. Nee. Sagt mir nichts tatsächlich. Alle offline. Das Aufräumen bekommen wir nicht zu sehen. Nee, das mache ich nie im Stream. Das mache ich immer. Mache ich immer danach. Dann lass es dir schmecken und bis später. Dankeschön. Ich lasse es mir auf jeden Fall schmecken. Ich wünsche euch auch schon mal einen schönen Sonntag. Wir würden auf jeden Fall noch raiden. Ich habe aber gerade kein richtiges Raid hier. Also wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, dann könnt ihr die gerne mal in den Chat schreiben jetzt. Sonst, wir gucken gerade auch ein bisschen. Schwierig, schwierig, schwierig. Da kocht jemand. Mini Lost macht gerade Bienenstich. Warte. Ja, bei Ulis hat gerade jemand Mini Lost vorgeschlagen. Ach so. Oder wir haben auch gerade noch einen ganz den kleinen Streamer gefunden. Der hat gerade 7 Zuschauer. Der macht Buletten, glaube ich. Das ist doch auch eine Idee, oder? Dann raiden wir wegen ganz Kleines. Die freuen sich immer noch ein bisschen mehr. Weil Nini Lost ist, glaube ich, ganz groß. Ja, dann raiden wir da jetzt mal rüber. Würde mich freuen, wenn ihr noch mitradet und Hallo sagt. Die freuen sich immer alle ganz. Das klingt doch gut. Ja, würde ich auch sagen. Und wir sehen uns dann spätestens am Mittwoch. Also wie gesagt, nächste Woche gibt es auch einen Lego-Stream. Ihr habt abgestimmt. Genau. Also bis spätestens Mittwoch. Wir sehen uns, wir hören uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis dann. Tschüss.